war das Gesicht und der Macher des ZDF-Magazins Aktenzeichen XY ungelöst. Im Alter von 80 Jahren starb Eduard Zimmermann nach langer Krankheit in München. In 30 Jahren moderierte er die Sendung 300 Mal. Mehr als 1600 Kriminalfälle wurden mit Hilfe der Zuschauer gelöst. ZDF-Intendant Schächter würdigte Zimmermann als einen Pionier des Realitätsfernsehens in Deutschland. 1976 gründete Zimmermann den Verein Weißer Ring. Dieser engagiert sich für die Opfer von Verbrechen. Mehr zu Eduard Zimmermann und zur Geschichte von Aktenzeichen XY haben wir für Sie bei uns im Internet unter heute.de.